Wer bin ich eigentlich? Das fragen sich viele Menschen. Diese Frage wird sehr hart, wenn man wegrationalisiert wird, weil das Unternehmen eine neue Maschine gekauft hat, die tut, was man vorher getan hat. Wer bin ich eigentlich? Diese Frage taucht auf, wenn eine Beziehung auseinandergeht, weil ein Partner plötzlich eine andere findet. Wer bin ich eigentlich? Das fragen wir, wenn wir einen Weg der Berufung gehen, der wenig attraktiv ist. Wenn ich nicht die gewünschte Leistung erbringe und dann spüre, ich bin nicht mehr so gefragt. Gibt es einen Menschen, der froh ist, dass es mich gibt, und gibt es diesen Menschen zweifelsfrei? Und wie ist das mit Gott? Sion sagt, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würden, ich vergesse dich nicht. Was für eine Zusage! Du bist, egal was kommt, in mir geborgen. Dein Name ist mir bekannt, deine Geschichte, deine Freuden und Sorgen, deine geheimen Wünsche, die Kränkungen, die du erlitten hast. Ich weiß um alles und vergesse dich nicht. Der französische Schriftsteller Julian Green beschreibt in seiner umfangreichen Autobiografie sein turbulentes Leben, das auch viele Phasen fern von Gott hatte. Die zentrale Erkenntnis im Rückblick auf sein Leben: Der mich behütet, schläft nicht. Auch wenn ich ihn vergesse, er mich nie. Das uneingeschränkte Ja Gottes gilt für jeden Augenblick meiner Lebensgeschichte. Wenn wir das glauben können, wird eine tiefe Freude unsere Seele durchdringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wäre das mit einem Blick in den Spiegel? Sagen Sie diesem Menschen, den Sie da sehen: Du bist nicht vergessen. Von Menschen nicht und vor allem von Gott nicht.